Luisa Neta aus Neustrelitz hat Schulschluss. Ihre Zwillingsschwester Maria begleitet sie auf dem Heimweg. Denn seit ihrer letzten Gehirnoperation vor 2 Jahren ist das 10-jährige Mädchen blind. Jetzt kannst du gleich rechts abbiegen. Ja. Wenn ich die Mauer hab, dann weiß ich, dass ich richtigen Weg bin. Als nach Tochter Emilia die Zwillinge Luisa und Maria im November 2012 zur Welt kommen, scheint das Glück der Familie Nete perfekt. Doch schon bald beginnen die Sorgen. Maria entwickelt sich altersgerecht, doch Luisa wächst kaum. Nach einer Reihe von Untersuchungen wird ein Hirntumor entdeckt. Also ich kam rein und er hat mir gleich Bilder gezeigt und meinte, ja, man kann operieren, sie würden operieren, weil man muss erstmal gucken, handelt es sich um einen gutartigen Tumor oder einen bösartigen. Der Tumor ist zwar gutartig, aber trotzdem gefährlich, denn er wächst sehr schnell und liegt auf der Kreuzung der Sehnerven dicht an der Hirnanhangdrüse, die für die Bildung von Wachstumshormonen zuständig ist. Die OP gelingt, große Teile des Tumors können entfernt werden. Danach folgt eine Chemotherapie. Also der hat ganz klar gesagt, also wenn Sie jetzt keine Chemo machen, dann wird Ihr Kind das 2. Lebensjahr nicht erreichen. Also es war furchtbar. Also ich muss es mal wirklich so sagen, also Chemo, ja, mit allem, was dazugehört. Und das war mental schon sehr hart. Also wir haben, glaube ich, die ersten Mal haben wir auch wirklich geweint. Also das ist einfach so. Die Chemotherapie endet 2015, doch Luisas Tumor beginnt wieder zu wachsen. Ein Jahr später ist eine weitere Operation unabwendbar. Luisa erblindet beinahe auf dem linken Auge. Von da haben wir auch Luisa von Anfang an so gefördert, schon im Kindergartenalter, mit den Hobbys, dass es immer irgendwas ist, was sie machen kann, auch wenn der Tag X kommen sollte. Nach der letzten Operation im Februar 2021 bestätigen sich die schlimmsten Befürchtungen der Eltern. Also Luisa ist aufgewacht nach der OP und hat dann gesagt, könnt ihr mal die Rollläden hochziehen. Ja, es gab keine Rollläden zum Hochziehen. Ja. Ja, ist nicht einfach. Also es hat uns auch natürlich fast auseinandergebracht, klar, aber wir haben es trotzdem geschafft. Die Eltern kämpfen weiter. Luisa soll in ihrem gewohnten Umfeld bleiben, doch die nächste Blindenschule ist Stunden entfernt. In vielen Gesprächen mit Luisas Grundschule erreichen sie die perfekte Lösung. Die Lehrerin Kerstin Hensel macht extra für sie eine sonderpädagogische Ausbildung. Ich habe ein paar Softwareprogramme kennengelernt. Ich habe Braille lesen und schreiben gelernt, wobei beim Schreiben hat mich Luisa schon lange überholt. Da ist sie sehr viel schneller. Also in der Schule komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Ich kann auch immer, also ich gehe auch selbst auf Toilette, ich gehe selbst ins Klassenzimmer, spiele mit den anderen Kindern auf dem Schulhof. Denn ein neues Medikament, das Luisa im Rahmen einer Studie eines Forschungsnetzwerks erhält, stoppt seither das Tumorwachstum. Die Deutsche Krebshilfe fördert dieses Netzwerk, das so weitere Immuntherapien entwickelt. Natürlich gibt es Nebenwirkungen, aber die ist super leistungsfähig geworden. Heute kann sich Luisa wieder ihrer Tanzleidenschaft widmen. Mit ihrer Schwester Emilia erarbeitet sie die Schritte. Ich zeige ihr das auch, wie sie ihr Beinen zum Beispiel halten muss. Ja. Und Arm. Oder dass ich es vormache und sie kann dann fühlen, wie ich es mache. Ja, wenn Emilia das mir erklärt, dann zeigt sie mir das ja einfach und ich merke mir das im Kopf irgendwie. Und dann, ja, also ich merke mir das irgendwie alles.